2318 zu 24 Tor für Fulham FC, 0:1 durch Tom Kearney. Fulham legt vor und macht einen ersten Schritt in Richtung Premier League. Und ausnahmsweise jubelt sogar der sonst so ernste Slavisa Jokanovic, ist außer Rand und Band. Ryan Sessegnon zieht in die Mitte und behauptet sich stark gegen Mael Lidina. Mit einem perfekten Pass durch die Schnittstelle findet der 18-jährige Tom Kearney, der die Kugel ganz eiskalt am Keeper vorbei in die Maschen schiebt. 2018 zu 24 Fulham antwortet ebenfalls mit einer Offensivaktion, die einer Halbchance gleicht. Aus der Drehung zieht Aboubakar Kamara von der Strafraumgrenze Volley ab, aber sein Versuch landet auf und nicht im Tornetz. 1818 zu 23 immerhin mal ein Abschluss. Vias Robert Snodgrass setzt auf halbrechts gut nach und macht somit einen abgehakt scheinenden Ball wieder heiß. Sein Abschluss aus 20 Metern ist dann allerdings zu harmlos. 1718 zu 22. Jack Grealish macht in einem Zweikampf mit Kevin McDonald deutlich, dass an ihm kein Vorbeikommen ist. Dafür bekommt Fulham den Freistoß knapp in der gegnerischen Hälfte. Daraus machen die Whites allerdings zu wenig. 1518 zu 20 bisher bekommen es die Fans mit einer ausgeglichenen Anfangsphase zu tun. Das Abtasten haben die Teams nun aber abgelegt. Es bleibt abzuwarten, wer nun als erstes so richtig die Zügel anzieht. 1418 zu 20. Die Temperaturen in London sind für englische Temperaturen übrigens eher untypisch. Das Thermometer misst knapp 30 Grad. Wem werden diese Bedingungen entgegenkommen? 1318 zu 15, das dauert zu lange. Fulham könnte das Spiel schnell machen, aber Tom Kearney hält das Leder zu lange am Fuß. Der hohe Steilpass findet letztlich nicht Ryan Sessegnon, sondern die Arme von Sam Johnstone. 1218 zu 13. Die Cottagers mühen sich nun, die Nervosität der Anfangsphase abzulegen. Beim Versuch, sich im letzten Drittel festzubeißen, wird Ryan Sessegnon wegen eines vermeintlichen Offensivfouls auf links zurückgepfiffen. 1018 zu 12. Die Aktion eben stellt unter Beweis, was hier auf dem Spiel steht. Es ist klar, dass sich die Teams hier nichts schenken werden. Das ist fast in jeder Situation zu spüren. 918 zu 11 gelbe Karte für James Chester, Aston Villa. Für ein rüdes Einsteigen von hinten gegen Alexander Mitrovic sieht James Chester zu Recht die erste Verwarnung der Partie. 818 zu 11 jetzt mal der Versuch der Whites. Matt Target schickt eine Hereingabe von der linken Seite in die Box, aber im letzten Moment bekommt Routinier John Terry die Rübe vors Leder und befördert es aus der Gefahrenzone. 7:18:09 In den ersten Minuten ist die Nervosität der Akteure auf dem Platz quasi zu spüren. Vor allem trifft dies beim FFC zu, dessen Spielaufbau ungewohnt behäbig wirkt. 5:18:08 Die Dunkelroten wollen direkt Dominanz zeigen. Robert Snodgrass sucht mit seinem steilen Abspiel auf der linken Seite den gestarteten Albert Adomach, aber das Zuspiel ist ein wenig zu ungenau. Ryan Fredericks drängt den Außenspieler gekonnt ab. 3:18:05 Die ersten Versuche wirken noch etwas zaghaft. Dann setzt Ryan Fredericks auf der rechten Seite zum Sprint an. Jack Grealish stoppt ihn sofort und die Kugel trudelt ins Seitenaus. Fulham hat Glück, dass Anthony Taylor auf Höhe des Mittelkreises auf Foulspiel entscheidet. 2:18:02 Schenkt man den Wettquoten Glauben, ist Fulham im Millionenspiel der leichte Favorit auf dem Papier. Werden die Cottagers den Erwartungen der Buchmacher gerecht? Es geht um so viel.
170 Millionen Pfund über 3 Jahre garantiert ein Sieg in dieser Partie. Wer gewinnt und wer geht leer aus? 118-02. Die letzten 90 Championship-Minuten sind angepfiffen. Die Kugel rollt zunächst in den Reihen der Cottagers, 17.59 Uhr. Die Atmosphäre ist bereits vor dem Anpfiff unglaublich. Während Ferrell Smith die Fans mit der Nationalhymne verzaubert, stehen die Spieler andächtig auf dem grünen Rasen. Die Fans lassen alle Geräusche rund um das Wembley-Stadion verstummen. In wenigen Augenblicken geht es los. 17.54 Uhr. Anthony Taylor wird die Partie an der Pfeife begleiten. Seine Assistenten Gary Beswick und Daniel Cook helfen dem 39-Jährigen, ein ruhiges Händchen zu bewahren. 17.52 Uhr. Mit diesen Worten sorgte der Serbe mächtig für Wirbel. Via Trainer Steve Bruce sah die Angelegenheit gelassener an. Dennoch wollte er den Fans einen klaren Appell nicht vorenthalten: Geht sicher, dass ihr ein paar Bier trinkt und so laut schreit, dass ihr am Ende keine Stimme mehr habt, forderte der Trainer Routinier, der eine ganz besondere Atmosphäre in London erwartet, bei der die Fans den Unterschied ausmachen könnten. 17.49 Uhr. Aston Villa ist ein altes und müdes Team und sie werden ihre Schwächen zeigen, gab sich Fulham-Coach Slavisa Jokanovic im Vorfeld angriffslustig. Steve Bruce weiß, wie er seine Defensive einzustellen hat, aber wir können sie unter Druck setzen und Schäden verursachen, so der 48-Jährige weiter, für dessen Mannschaft die Partie quasi ein Heimspiel ist. Lediglich 13 Kilometer ist das Wembley-Stadion vom heimischen Craven Cottage entfernt. 17.47 Uhr. Das letzte direkte Duell der heutigen Kontrahenten konnte Fulham im Februar dieses Jahres für sich entscheiden. Den Führungstreffer beim 2:0 erzielte kein geringerer als Ramsey Sessegnon. Insgesamt ist die Pflichtspielstatistik ausgeglichen. 20 Siege stehen Aston Villa zu Buche, genauso oft trennten sich die Teams unentschieden. Nur einmal mehr konnten die Cottagers als Sieger das Feld verlassen. 17.43 Uhr. Für die Premier League wäre der flexibel einsetzbare Linksfuß sicherlich eine Bereicherung. Gut möglich, dass Sessegnon sich einem Top-Club aus dem Oberhaus anschließt, sofern der FFC den Sprung dorthin verpasst. Auch die Zukunft von Routinier John Terry ist weiter offen. Doch eines ist klar, geht der 37-Jährige mit Aston Villa in die Premier League, so wird er in den Spielen gegen seine alte Liebe, den FC Chelsea, nicht nominiert. 17.41 Uhr. Die heutige Begegnung ist das direkte Duell zweier Stars. Aston Villa hat mit John Terry eine altgediente Legende in seinen Reihen, die sofort im ersten Jahr zum Kapitän und Führungsspieler bei den Villens avanciert ist. Auf der anderen Seite sorgt der seit einer Woche volljährige Ramsey Sessegnon mächtig für Wirbel. 21 Scorer konnte der linke Mittelfeldspieler in der laufenden Spielzeit bereits sammeln. Damit ist er definitiv der Shootingstar der Liga. 17.40 Uhr. Die Villens sind demgegenüber als Vierter in die Aufstiegsrelegation gestartet und haben sich auf ihrem Weg ins Playoff-Finale gegen Middlesbrough durchgesetzt. Den einzigen Treffer des Duells erzielte Mal Jedinak bereits im Hinspiel auf fremdem Terrain. Im Rückspiel reichte dem Team aus Birmingham ein torloses, aber nicht minder umkämpftes Remis. 17.36 Uhr. Schon am letzten regulären Spieltag hätte Fulham alles klar machen können, aber ausgerechnet dann versagte der Mannschaft von Slavisa Jokanovic die Nerven. Beim Tabellen-minus 20, Birmingham City, kamen die Cottagers nicht über ein 1:3 hinaus.
Doch von wegen hängende Köpfe, im Halbfinale der Playoffs holte Fulham gegen Derby County einen 0:1 Rückstand aus dem Hinspiel auf 2:0 und darf nun wieder hoffen. 17.35 Uhr, es ist angerichtet. Nachdem sich die Wolverhampton Wanderers und Cardiff City bereits in die Teamliste der kommenden Premier League-Saison eingetragen haben, bleibt nur noch eine letzte Frage zu klären: Aston Villa oder Fulham? Während die Villains erst 2016 den Weg in die Zweitklassigkeit angetreten haben, dümpelt der FFC bereits seit 4 Jahren im englischen Unterhaus. 17.17 Uhr, hallo und herzlich willkommen zum Championship Showdown um den Einzug in die Premier League 2018-19. Am heutigen Tage entscheidet sich, welche Mannschaft ab August in der höchsten englischen Spielklasse ran darf. Aston Villa und Fulham FC duellieren sich im Londoner Wembley Stadion um das letzte Ticket. Ab 18 Uhr rollt der Ball.